Neue Show, neues Rezept, Filea mit Zucchini und Pancetta. Filea, hier eine klassische Nudel aus Kalabrien, sehr, sehr lecker, wie ich finde, eine, die ich sehr gerne nehme. Wir haben übrigens auf dem Kanal auch das Rezept Filea mit Nduja, kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Aber heute machen wir es mit Zucchini und Pancetta. Es wird richtig gut. Wir fangen an mit dem Knoblauch. Dafür nehmen wir uns eine Zehe. Zack. Zwei irgendwie direkt automatisch abgebrochen. Jetzt würde ich immer so einen Knoblauch-Overload wollen. Will ich aber doch eigentlich gar nicht. Die tun wir jetzt mit ein bisschen Olivenöl schon mal in die Pfanne. Ich habe sie noch nicht so heiß gemacht, aber das lassen wir jetzt gleich ein bisschen brutzeln. Die Zeit nutze ich jetzt erstmal, um den Pancetta und Zucchini zu schneiden. Fang an mit dem Pancetta, dieser geilen Schwarte hier. Und machen wir da ungefähr so einen halben Zentimeter dicke Streifen erstmal. Knobi brutzelt schon ein bisschen, jetzt geben wir den Pancetta dazu. Let's go! Als nächstes haben wir hier zwei kleine grüne Kollegen. Zwei Zucchinis. Guckt mal immer, wie groß ihr die Dinger kriegt. Jetzt halt für dieses Rezept hätte ich vielleicht drei normal kleine genommen. Das sind aber richtige Wämser, deshalb reichen glaube ich zwei. Die schneiden wir jetzt einfach so ein bisschen in Hälften. Also halbieren es einmal so durch und machen da so Halbmonde draus. Und dann kommt es auch erstmal mit dazu. So, ich schmeiße die erste Ladung Zucchini schon mal rein, damit ich wieder ein bisschen Platz auf dem Brett habe. Jetzt rühren wir das Ganze immer so ein bisschen durch. Zucchini und Speck. Das sieht doch schon nach einer ganz interessanten Masse aus, ne? Und es riecht auch schon sehr gut. Braten riecht ja eh alles nochmal doppelt und dreifach geil. Luigi, guck dir mal das Wasser an. Es kocht. Was machen wir? Salzen. Was machen wir jetzt? Nudeln. Luigi? Jo. Wir gehen jetzt ans Mixen. Wunderbar. Und alle denken so, mixen? Was will der Junge hier mixen? Das zeige ich euch jetzt. Wir nehmen uns jetzt was von dieser Masse und wir werfen das in diesen Becher und dann mixen wir. Wichtig ist aber jetzt vor allen Dingen eins auch, dass ihr die Knoblauchzehe mit erwischt. Wenn ich sie jetzt hier irgendwo finden würde. Zack. Uop. Wie gesagt, da brauchen wir nicht so viel. Wir machen die Flamme jetzt erstmal aus. So. Passen hier noch so ein bisschen auf die Nudeln auf, dass hier nichts passiert. Ein bisschen Öl noch dazu. Wir reiben noch ein bisschen Parmesan rein. Tada. Und jetzt kommt der Magic Stick. Geile Masse, oder? Geht halt immer schnell mit dem Ding. Wenn man weiß, wie man damit umgeht. Wenn man weiß, wie man damit umgeht. Jetzt werden wir die Masse hier aus der Pfanne eben zur Seite tun. Dafür habe ich diesen Teller. Das kommt jetzt erstmal alles hier rein. Und jetzt kommt die Schaumkelle zum Einsatz. Die Pasta können wir ausmachen. Jetzt nehmen wir uns die Creme hier, die wir haben. Dieses Zucchini, pürierte und auch mit Pancetta. Bam. Zack. Kommt noch ein bisschen von dem Nudelwasser dazu. Das war noch lange nicht alles. Wir reiben noch ein bisschen Parmigiano da rein, damit es noch cremiger wird, noch käsiger, noch geiler. Tut es einfach. Ich mache es jetzt auf jeden Fall. Schau mal hier. Oh, sieht richtig gut aus. Junge, guck dir das mal an. Das Ganze schmecken wir jetzt noch mit ein bisschen Salz, Pfeffer ab. Frische Körner, schön gemahlen. Und wieder ein bisschen Salz. Und ich glaube, langsam wird das hier schön cremig. Ein bisschen von dem Topping verrühren wir wieder rein. Die Flamme können wir mittlerweile ausmachen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch anrichten. Zuerst mal ein Glas Wein. Garçon, Teller. Das ist der Teller. Das sieht schon gut aus. So, jetzt nehmen wir uns noch ein Löffel für so ein bisschen Topping. Und zwar unser Pancetta Zucchini Topping. Das hier ist für euch. Reibt euch am Ende gerne auch noch mal so eine
Ladung Parmesan drüber, schmeckt auch richtig hervorragend. Also dadurch, dass er auch so ein bisschen Masse püriert und wirklich mit dem Parmesan und allem so mixt und so, wird das alles nochmal ein bisschen cremiger. Guck mal hier, also es ist unglaublich. Also habe ich gut gemacht, ist für euch zu Hause auch nicht schwierig. Heute haben wir eine Pasta, besser gesagt eine Filea mit Zucchini und Pancetta. Richtig lecker, also Leute, wer das nicht zu Hause nachkocht, ist selber schuld. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert, abonniert den Kanal, abonniert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich freue mich auf die nächste Runde, ihr hoffentlich zu Hause auch. Reingehauen, ciao.